Hallo zu einem neuen Video auf Darauf TV. Darius ist mal wieder am Start und er wird euch heute das Driving Force GT für Gran Turismo vorstellen und dabei auch seine Eindrücke schildern. Ob das Lenkrad den 100er wert ist, wird Dario jetzt klären. Das Driving Force GT lässt sich relativ schnell aufbauen. Hier sehen wir gerade, wie wir die Verpackung öffnen. Es gibt ein Netzteil für die Stromversorgung. Über USB wird es an die PlayStation 3 angeschlossen. Dann gibt es noch einen seltsamen seriellen Anschluss am Lenkrad selbst und ein Kabel zur Verbindung mit dem Fußpedal. Das Lenkrad selbst hat einen kleinen Schaltknauf, wie man hier sieht, und die verschiedensten Tasten, um die PlayStation zu bedienen, sowie zusätzliche Funktionstasten für Gran Turismo. Das Lenkrad hat einen 900 Grad Lenkeinschlag, ist daher also recht präzise und realistisch, hat hinten, also in dem Hauptteil des Gehäuses, sind die Motoren, die sozusagen das Force Feedback, so wie es im Fachjargon heißt, abliefern und so ein direktes Feedback von dem Fahrzeug, was auf der Straße fährt, sozusagen in die Realität. Also Unebenheiten lassen sich damit wirklich spüren. Das heißt, wenn wir nachher im Gameplay sind, werden wir das genauer nochmal begutachten. So, schalten wir das Ding mal an. Wenn das Ding sich einschaltet, also wenn man die PlayStation anmacht, kalibriert sich erstmal das Driving Force GT. Also das sollte man vielleicht nicht unbedingt als Kraftprobe, wer stärker, Driving Force GT oder nicht. Hier haben wir gerade gesehen, was für verschiedene Einstellungen es gibt. Es gibt einmal Simulation sozusagen. Das ist das, was ich jetzt heutzutage fahren würde. Hier sehen wir gerade, wie gut ich fahren kann. Es gibt Fortgeschritten und es gibt dann auch noch Anfänger. Das zeichnet sich halt dadurch aus, wie empfindlich das Lenkrad auf Lenkeingaben reagiert. Ja, dann gibt es noch verschiedene Stärkestufen für das Force Feedback. Heutzutage fahre ich auf Stufe 10, hier in dem Video glaube ich auf Stufe 5. Und dann gibt es auch noch eine Lenkhilfe, um bei Gegenlenkmanövern eine Hilfe zu haben. Also es ist auf jeden Fall eine interessante Erfahrung damit zu fahren. Das Einzige, was ich jemals da gefahren bin, wirklich war mal ein Go-Kart. Da kann man auch sehen, dass es noch recht neu ist alles für mich. Deswegen fahre ich auch ziemlich schrottig zusammen. Hier, also schrottigen Zeug zusammen. Heutzutage bin ich schon etwas besser wieder geworden. Also ich kann auch den Red Bull X 2011, also diesen Prototypenwagen, inzwischen auch über Le Mans jetzt jagen, ohne in die Bande zu krachen, auch wenn es viel Konzentration erfordert. Aber so kann man mit dem Lenkrad wirklich mehr Präzision an den Tag legen. Es bietet einfach dieses Gefühl. Gleich lasse ich hier auf der langen Geraden bei über 300 das Lenkrad los. Man sieht dann, wie es dann sich hochschaukelt und der Wagen die Kontrolle verliert. Das kommt einfach durch die Motoren. Man kann es sich nicht so wirklich vorstellen, hier kracht bei mir gerade, wie gut dieses Feedback ist. Ja, das Einzige, was eigentlich fehlt, um wirklich realistisch zu sein, ist wirklich die Gravitation sozusagen, die entsteht, wenn man beschleunigt. Ja, und die Kurvenlage, dass man halt sich in die Seite gedrückt fühlt, das kann das Lenkrad natürlich nicht bieten. Aber es bietet wirklich das Gefühl, halt Lenkrad in der Hand zu halten von dem Wagen, in dem man gerade fährt. Ja, also mein Vater ist ja tatsächlich auch Fahrer mit Führerschein und ich habe auch schon vielen Leuten jetzt in die Hand gedrückt und mal eine Runde verdrehen lassen. Und richtige Autofahrer meinen auch, dass es durchaus realistisch ist und auch bei Unfällen sozusagen Assoziationen tatsächlich wieder hochkommen, weil das Gefühl beim Lenken dann einfach so, man merkt den Traktionsabriss, man merkt dann wirklich, es fühlt sich genauso an und so löst es dann bei diesen Leuten dann auch Assoziationen aus. Ja, also ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das bringt dann wirklich dem Rennspiel, also jetzt in dem Fall Gran Turismo, bringt es dann einfach diesen Tiefgang. Man muss bei dem Spiel wirklich loben, was es Forza voraus hat, ist einfach diese sehr, sehr ausgeprägte Persönlichkeit der Autos. Die Umgebungen sind vielleicht nicht so hübsch, aber die Autos sehen anständig immer noch aus und die Hauptsache ist wirklich, dass man wirklich Fahreigenschaften von Autos wiedererkennen kann. Also ich habe auch schon Leuten Autos, die sie echt gefahren sind, hier auch schon mal vorgesetzt. Und die meinen auch, man kann durchaus da Fahreigenschaften richtig wiedererkennen. Es ist wirklich sehr detailliert. Mit dem Lenkrad wird da nochmal eins oben drauf gesetzt. Und es ist auch einfach ein cooles Gefühl, das Auto so präzise und gefühlreich kontrollieren zu können.
Ja, hinten am Lenkrad sind zwei Schaltwippen übrigens noch, mit denen man sozusagen wie mit einem modernen DSG, wie es bei Volkswagen heißt, ja, kann man halt auch schalten und man braucht diesen Schaltknopf nicht unbedingt. Da könnte man zum Beispiel, wenn man lustig ist, ja auch alle Knöpfe ummappen, wie es einem beliebt. Man kann halt mit den Funktionstasten, die man vorne drauf sieht, diese Plus- und Minus-Taste mit dem Rad unterhalb von dem Gran Turismo-Logo, wenn man mal drauf achtet, mit diesen beiden Sachen kann man halt während des Rennens Einstellungen an der Elektronik des Fahrzeugs noch vornehmen. Wie stark das ABS wirkt, wie stark die Kurvenkontrollhilfe da wirkt sozusagen. Also wenn man wirklich alles abschaltet und einen Ferrari mit mehreren hundert PS hat, dann weiß man schon, warum diese elektronischen Kontrollhilfen da sind. Also das ist dann schon sehr schwer zu kontrollieren mit und ohne Lenkrad. Ist das einfach heftig. Ja, ne, ich hoffe, es hat euch ein bisschen informiert. Also ich bin immer noch hellauf begeistert und bereue die 120 Euro wirklich gar nicht. Ist ein wirklich ein geiles Teil und falls es euch begeistern konnte, wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. So, das war unser Hardware-Test zur Driving Force GT. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sind jetzt hier neuerdings beim Endcard. Links findet ihr mein Unboxing zu Wii U. Das Video war ganz gut genug. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Und rechts findet ihr das letzte Video, also die Top-Liste zu meinen Lieblingsfilmen des Jahres 2013. Auch sehenswert, wie ich finde. Ja, wie eigentlich alle meine Videos. Und oben findet ihr den Abo-Button, wenn ihr Bock habt. Ach ja, und unter den groß gigantischen, nicht zu übersehenden Einblendungen der Videos findet ihr auch noch hier Playlists zu den passenden Rubriken der Videos. Ja, ich denke, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.